Ja, zuerst, wir müssen noch zum Stellen kommen. Ja, das ist dann Stellung aus meiner Partie gegen Magnus Carlsen. Allerdings war Magnus Carlsen noch nicht Magnus Carlsen, den wir jetzt kennen, sondern ein kleiner Junge. Ja. Und es war so schwierig, gegen ihn zu spielen. Ich dachte, ich muss aufhören, Schach zu spielen, weil ich so kleine Junge nicht richtig besiegen kann. Dann was soll das? Ja? Aber da wusste ich noch nicht, dass das zukünftige Weltmeister gegen mich sitzt. Sonst hätte ich das nicht so dramatisch gesehen. Ja, die Partie dann angefangen so. Ich hatte dann eine Variante gewählt, die ich gehofft hatte, dass mein Gegner nicht genau kennt. Ja, gegen Grundfeldverteidigung gibt es viele Züge, aber diese ist nicht die aktivste Variante, aber relativ solide Spielweise so. Und ich muss sagen, dass Magnus schon damals hat auch gut orientiert, in Theorie hat eine gute Variante gewählt. Läufer D2, B6, um Läufer zu entwickeln. Läufer E2. Ich hatte hier einfach ein paar Ideen, die ich versucht hätte zu spielen. Und eine Idee hatte ich jetzt gegen Magnus gebracht. E4, E5, Turm C8, Turm E8. Wir sind dann bei der ersten Stelle gelandet, ja. Und auch unsere Freunde können das im Chat mitmachen. Ja, bitte schreibt jetzt im Chat, welche ist eure Ideen. Sehr gut. Es gibt wirklich viele interessante Züge. Springe E5, aber gehört nicht dazu. Ja, Springe E5 gehört nicht wirklich dazu, weil Schwarz schlagen kann. Jetzt frage ich Alfred. Alfred, was hast du gedacht hier? Bringer E1 und Wirklich? dann Ja. F4 und springe F3, Und springe dann E5 zurück. Aha, so dann oder zurück. springe D3. Okay. Ja, das hatte ich befürchtet, dass man Stellung Nummer 2 und Nummer 3 gesehen hat und dann kann dann so entziffern, ja, die Stellung. Aber okay. Ja, ich war dann ziemlich stolz dann von diesem Manöver, weil es ist so eine Täuschung Manöver, Springer E1. Maya, ich weiß nicht, was hast du gedacht? Also ich hatte auch diese Idee und ich hatte noch eine zweite, wo ich nicht ganz sicher war, aber ich habe jetzt nicht gefunden, warum sie falsch sein soll. Also Springer G5 und auf H6 zum Beispiel Springer H3 mit der Idee F3 und Springer F2 und E4 durchzudrücken. Sieht etwas künstlicher aus, aber die ganze Stellung ist nicht leicht zu spielen. Ja? Vielleicht kann man auch das machen. Ja? Ich finde das ein ja, interessanter Ansatz. Ja? Wir können das noch kurz anschauen. Ja? Was Eine machen wir? Frage. Ja. Kann Schwarz nicht G5 auch spielen? Jetzt, ja, stattdessen G5. Dann wollte Maya wahrscheinlich F3, ja, dann Ja. oder E4, Ja. ja. Ja, das ist dann jetzt F3 oder sogar E4 kann man probieren, ja. Oder F3 und dann Springer F2. Ja, weil es versucht, dann die Position der Springer zu verbessern. Darum geht es dann in meinen Augen. Ja, optimale Stelle wäre Springer nach E5. Nur leider dürfen wir nicht nach E5 gehen. Ja, da kann man einfach schlagen. Das ist Problem. Deswegen fange ich dann an eine Überführung, die dann Magnus nicht richtig entziffern konnte. Er dachte, ich gehe nach D3, einfach um gegen C5 zu kämpfen. Ja.
Und C5 jetzt zum Beispiel sofort, das ist eine Schwächung der Stellung, ja, dann für Schwarz. Ich hatte dann keine große Angst, aber ehrlich zu sagen, weiß ich nicht, ob man das überhaupt widerlegen kann. Ja. Was wollte ich zurückspielen oder Läufer F3, bleibt noch offen. Ja. Aber ich dachte, das ist vielleicht schwächt eher schwarze Stellung, weil Feld B5 jetzt zur Verfügung. So, ich hatte wirklich keine besondere Angst vor dem Zug C5, wollte ich das auch provozieren. Schwarz spielte Läufer F8. Der Zug zeigt auch Qualitäten, dass Magnus Carlsen schon damals hatte, dass er viel gewusst hat. Das ist eine typische Überführung, dann ein Damen-Gambit, da steht Läufer auf D6 sehr, sehr aktiv. Ja. Und das wollte er dann tun, einfach Läufer dann aktiv positionieren. Macht aber dabei einen Fehler, dass er wirklich weiße Umgruppierung nicht richtig verstanden hat. Ja, dass diese Idee hat er nicht richtig verstanden. Es geht nur um Zug E4 und dann Springer E5. Dort will ich meinen Springer haben. Ja. Und dazu stört Läufer D6 keineswegs. Das ist dann Fehler von Magnus. Erst dieser Zug gibt weiß Vorteil. Bis diesem Moment war die Situation nicht ganz klar. Man muss aber hier klug spielen, um wahrscheinlich das zu verhindern, dass Weiß auf E5 geht. Zum Beispiel Zug Läufer E6 verdient Aufmerksamkeit. Warum verhindert man den Zug E4 dabei? Ja, nach E4 kommt etwas überraschend. Schlagen und Springer G4. Jetzt hängt die Bauern auf E3. Und wenn weiß Turm E1, da kommt noch schlechter. Ja, dann kommt einfach Dame H4. So überrollt Schwarz den Gegner, weil droht nicht nur Matt, sondern auch Dame F2. Ich habe jetzt überlegt, was passiert, wenn wir dann jetzt so provisorisch jetzt H3 spielen. Ja, das könnte auch interessant sein. Jetzt sagt der Turm C8. Und jetzt E4. Jetzt hat Weiß verteidigt. Aber inzwischen gibt es auch ein paar andere Gedanken für Schwarz. Er kann zum Beispiel so spielen, dann B5. Und Spiel auf dem Flügel dann so übernehmen. Jetzt lande ich doch nicht auf E5, ja, mindestens nicht so schnell. Und Schwarz kann auch seinen Springer dann nach E4 stellen. Zum Glück, so hat gut funktioniert alles in der Partie, weil ja, das war dann eine positionelle Fehler, Läufer D6. Sehr interessant, ja, das geht nicht nur um eigene Figur manchmal gut positionieren, sondern gegnerische Idee dann zu verhindern. Ja. Und hier so natürliche Zug wie Läufer D6, die dann in vielen Fällen dann auch gut wäre, dann in dieser konkreten Stellung spielt. Das ist einfach für Weiß gut. Jetzt kommt Springer nach E5. Und Weiß verstärkt Stellung sehr stark. Paar Varianten. Wenn jetzt Läufer E6, dann kommt Springer E5. Und zum Beispiel, falls C5, kann ich jetzt zurückkehren. Und noch mehr Druck auf Zentrum, auf D5, zu oben. Falls C4, wahrscheinlich kann man auch nach B5 gehen. Ja, Wagen, dann dieser aktivere Zug. Hatte noch andere Zug angeschaut, also typischer Zug wäre dann Springer E4. Dann schlägt Weiß auf E4. Ja, diese Stellung, wenn wir das jetzt betrachten, das ist so oft bei vielen Eröffnungen, ja, Damen-Gambit oder Damen-Bauernspiel, ja, oft stellt sich so eine Situation, wo Weiß fällt
E5 hat zur Verfügung, ja, und Schwarz hat Feld E4. Ja. Und wichtig, ein Feld zu besetzen und die andere dann zu kontrollieren. Und das macht Weiß dann in diesem Fall sehr gut. Auf E5 wird Springer aufgestellt. Und jetzt, was passiert, ich nenne das Plombieren. Ja. Die Loch auf E4 wurde dann durch schwarze Bauern plombiert. Dann jetzt haben wir kein Loch und nur Vorteile von der Stellung. Der Springer steht auf E5. Dieser Springer ist so unbequem, ja, weil Schwarz kann kaum schlagen, weil dann wird F-Linie dann geöffnet. Wird sehr, sehr gefährlich. Aber jetzt auch greifen wir F7 an. Ja, die schwarze Stellung schon kaum zu verteidigen. So, relativ beste Zug wahrscheinlich war Springer F8, Springer E5, Springer E6 und dann die Stellung so zu verteidigen. Stattdessen spielt der schwarze Dame E7. Das ist nicht besonders gefährlich für Weiß. Weiß weiter verbessert jetzt die Stellung. Läufer B4. Und noch die nächste Verbesserung Zug, dann jetzt Läufer F3, damit Gegner nicht auf Gedanken kommt, C5 zu spielen. Turm AC8. Haben wir Stellung Nummer 2 erreicht. Ja? Maya, jetzt bist du dran. Was hättest du hier vorgeschlagen? Also hier war meine Idee, dieses französische Motiv zu nutzen und Läufer E1 H4 zu ziehen, weil dieser Läufer auf D2 einfach schlecht steht. Ja, das ist lustig, das weiß dann Feld E1, ja, dann für zwei verschiedene Überführungen dann nutzt, ja. Alfred, bist du auch einverstanden mit Läufer E1? Ja, habe ich auch. Ja, das Läufer kommt auf H4. Da natürlich steht er gut, ja, greift dann Springer auf F6. Und inzwischen hat Weiß nicht nur Feld E5 okkupiert, ja, mit dem Springer, besetzt mit Springer, sondern auch Feld E4 gut unter Kontrolle gebracht. Ja. Läufer H4 wird dann die Präsenz im Zentrum unterstützen, ja, und da kann Weiß dann schon über etwas aktivere Angriff nachdenken. So wurde das jetzt bald schwierig für Schwarz. Ja, Dame E6, Läufer H4. Also wir sehen, wie Weiß den Druck erhöht. Jetzt spielt der Schwarz C5. Offensichtlich sucht Carlsen Gegenspiel. Können wir diesen Zug verstehen, beziehungsweise wie sollte Weiß jetzt weiterspielen? Wir haben hier sehr, sehr aggressive Spieler zwischen uns. Ja, einer im Chat hat Zug G4 vorgeschlagen. Opfern wir nicht die Bauern auf G4? Ja? Das ist dann Frage. Dann, ja? Okay, sagen wir, Schwarz schlägt und schlägt auf E5. Und vielleicht hängt dann diese Bauern auf G4. Das ist dann der erste Gedanke. Wahrscheinlich noch zu früh, dann so anzugreifen. Ja. Was dann noch vorgeschlagen von uns? Alfred, was denkst du? Was hättest du dann hier? Oder was siehst du hier? Dass man vielleicht schlagen kann auf C5? Auf D5, ja? C5. Auf C5 und danach auf D5, oder? Ja, aber...
Ja, die nimmt mit Sprinke bestimmt, ja? Ja. Das so, gewinnen wir nicht sofort Material und dann aktivieren wir dann sein Sprinke, was natürlich etwas bedenklich, ja? Ja, der Vorschlag wäre dann so langsam dann zu vorgehen mit H3. Darauf habe ich dann auch gekommen, ja, in die Partie. Dann spielt man noch nützliche Zug, H3, vielleicht Feld G4 dann noch unter Kontrolle dann zu bringen und die Bauern dann decken. Vielleicht danach wagen wir Zug G4, aber ich werde das noch überlegen, noch sorgfältig überlegen. Aber H3 kann man spielen ohne größere Bedenken. Aber hier war ein Moment, wo ich etwas lange nachgedacht und ich wollte wissen, ist die Stellung schon reif? Vielleicht hat mein Gegner mit C6, C5 etwas eingestellt. Ich habe einen konkreten Zug gesehen. Maya, probiere mir bitte mir zu helfen. Was siehst du dann von konkreten Varianten? Ja, weil das Spiel forciert läuft. Siehst du irgendwelche Möglichkeiten? Für Weiß forciertes Spiel zu anzufangen. Ja, man könnte vielleicht auf D7 nehmen. Ja, genau. Und nach Springer schlägt D7, dann Springer schlägt D5, Läufer schlägt D5 und einfach wieder Läufer schlägt D5. So Oder dann auf D5 nehmen. Ja, das müssen und wir etwas genau dann anzuschauen. ja, und wenn Dame D7 geht, vielleicht D10. Dann hängt wieder der D5 durch. Nein, er kann nicht mit Dame nehmen, weil er F6 hängt. Ach, Ja, ja, stimmt. du musst dann mit Springer schlagen und verliert Bauern auf D5. Ich dachte, okay, was ist das? Dann hatte ich das genau angeschaut. Wenn wir mit Springer nehmen, gibt es eine Antwort. Jetzt brauchen wir scharfe Auge von Alfred. Was kann Schwarz machen? C4. C4, genau, das ist Widerlegung von Springer D5. So, das ist jetzt eine Falle, die mir Magnus Carlsen gestellt hat. Die andere ist etwas komplizierter. Was passiert, wenn wir mit Läufer auf D5 schlagen? Dann kann er auf E2 nehmen, dann haben wir Läufer. Na, auf E3 nehmen, dann haben wir Läufer F2. Ich hatte mich mehr konzentriert auf Zugläufer schlägt D5. Schon wieder Springer schlägt D5 ist schlecht wegen C4. Das ist hier kein Unterschied. So bleibt nur Dame schlägt D5. Jetzt Dame schlägt D3, Läufer Ich habe noch eine Frage. Nach Springer schlägt D5 C4. Turm schlägt C4. Dame schlägt D5 und Turm schlägt B4. Ja, jetzt Schwarz am Zug. Eine sehr gute Frage gestellt. Jetzt musst du dann auch eine Antwort finden. Ist noch schwieriger, noch schwieriger als Dame E4. Dame E4 noch hat weiß die Hoffnung den Vorteil. Hier geht Dame H5, oder? Dame H5 hier geht. Ja, zwei Figuren hängen. Ja? Auf B4 und auf H4. Dieser Zug ist brutal. Also, aber danke, war eine sehr gute Frage, weil wir haben dann diese Variante dann jetzt gefunden. Ja? Und Alfred hat gut beigetragen zur Arbeit, was wir leisten. So muss man mit Dame nehmen. Ja? Diese Variante hatte ich berechnet. Schach kommt. Läufer F2. Jetzt muss Dame weg und Springer decken. Ja? Deswegen, ich dachte Dame E7. Turm E1. Dame D8. Und ich muss ehrlich sagen, hier hatte ich keinen besonderen Vorteil gefunden.
Ja, das ist vielleicht etwas besser für Weiß, aber da war ich gar nicht mehr sicher. Und falls jetzt Springer G4 spiele, dann kommt einfach Zerschlag D4. Und jetzt fragen wir Alfred. Kann man auf C8 schlagen mit Weiß? Und danach auf D7? Und wenn Dame schlägt, dann Springer G6. Nee. Warum nicht? Damit C1. Ah, dann zwischen Matt, ja, auf C1 kommt. Zwischen Matt ist besser als zwischen Schach. Ja? Schach und Matt. Ja, das ist dann die Falle, das mir dann Magnus Carlsen hier stellte. So, ich hatte keine konkrete Weg gefunden, dann um sofort den Vorteil zu bekommen. Und dann muss man geduldsam spielen, ja, mit Geduld. Ja, denn das ist Stellung wahrscheinlich noch nicht reif für Kombination, muss man das vorbereiten. Das ist dann eigentlich der ganze Gedanke basierend auf Konzept von Steinitz, ja, der sagte, dass die Kombination erst dann möglich, wenn wirklich Voraussetzungen dazu geschaffen sind, ja. So, man schafft zuerst irgendwelche Vorteile und dann erst danach kann man vielleicht sie dann in einen konkreten Vorteil dann umwandeln, ja. Das sogenannte positionelle Vorteile. Und H3 könnte nützlich sein, aus vielen Gründen, Kontrolle auf Feld G4. Wie Magnus hier verteidigte, war nicht so gut, ja, in diesem Moment, aber es ist sehr schwierig einfach, das zu spielen, da muss man auch sagen. Ja. Das ist auch, habe ich gesehen, viele erfahrene Spieler, die dann auch Schwierigkeiten hatten. Vielleicht könnte man H5 probieren. Er spielte C5, C4. Dieser Zug für Weiß auch eine Erleichterung, weil da müssen wir uns nicht um Öffnung der Stellung kümmern. Ja. Das, die Stellung hier in die Mitte bleibt geschlossen und das gibt Weiß bessere Möglichkeiten, am Königflügel anzugreifen. Ja. Weniger Gegengefahr. Also wir können dann einfach weiter mit G4 dann spielen. Schwarz spielt die Läufe E7. Manchmal kann man diese Bauern auf C4 mit dem Zug B3 angreifen, aber diese konkrete Stellung hat mir nicht gefallen, dass Schwarz zum Beispiel Läufe A3 spielen kann. Das hatte ich das schon für sehr problematisch. Wenn jetzt Computer sagt zum Beispiel, B schlägt C4 ist immer noch gut für Weiß, dann in praktischer Partie will man sowas nicht unbedingt haben. Auch die Gedanke, dann C-Linie zu öffnen und dort steht schwarzer Turm, da war ich nicht mehr so sicher, das ist eine gute Idee. Braucht man auch nicht, dort nichts zu machen. Das Situation am Damenflügel ist gut. Was wir brauchen, ist einfach Angriff auf dem Königflügel zu vorbereiten, wo wir dann durch fantastischen Springer dann klare Überlegenheit haben. Ja. Deswegen kommt einfach Zug Turm F1. Das ist nicht der einzige Zug, aber keine schlechte Idee. Und Antwort von Magnus zeigt, dass Schwarz nicht wohlfühlt, ja, die Stellung ist nicht im Griff hat, der schon zurückgegangen, Zeit verloren. Dann ist das Signal für Weiß, um weiter anzugreifen. G4. Jetzt ist das gut geschützt. Läufer C3, BC3, Springer E4. Offensichtlich war das seine Idee. Jetzt ist die Frage Weiß am Zug. Das ist die Stellung aus dem Test. Was haben wir dann? Was haben wir jetzt gedacht? So. Maja, was hast du dann? Also ich hatte Turm B1 und mit der Idee König H2, G5, Läufer G4, den Läufer zu aktivieren.
Und der Läufer auf H4 kann entweder halt immer das Feld F6 mitdecken oder vielleicht auch mal, wenn man ganz viel Zeit hat, Läufer E1, D2, C1 und nach A3 überführt werden. Das Und ist dann ein stehen bisschen. alle weißen Figuren aktiv, aber ich denke, dass der Läufer hat eigentlich nicht rüberkommt. So viel Zeit hat man wahrscheinlich nicht, aber so im Hinterkopf kann man es behalten. Ja, das ist ein bisschen so sehr, sehr, sehr langsamer Plan. Ja? Das ist sehr, sehr behutsames Spiel. Aber man braucht das nicht ganz, ja, diese Sachen. Turm B1 ist eine solide Zug, die dann vielleicht in vielen anderen Varianten auch nützlich wäre. Ja? So als guter Zug, dann gebe ich zu. Ja? Das kann man auch spielen, Turm B1. Einfach in diesem Sinne dann Verbesserung dann der Stellung, eine ständige Verbesserung der Stellung. Allerdings, ich habe dann Gefühl, dass die Stellung ist schon absolut reif, ja, dann, um wirklich jetzt anzugreifen, dass meine Figuren fast alle so gut stehen, dass ich dann auch durchbrechen darf. Ja. Und deswegen spielte ich F4. Das ist, glaube ich, etwas präziser als Läufer schlägt E4. Das kann man immer noch später machen, im richtigen Moment. Deswegen gibt es keine Notwendigkeit, jetzt auf E4 zu nehmen. Die Begründung ist einfach, wenn man nimmt. Gut, Dame schlägt E5 aus unterschiedlichen Gründen schlecht, ja, zum Beispiel wegen Läufer G4. Ja. Wenn Dame geht auf D6, dann kommt einfach Schach. König kann nicht nach H8 gehen wegen Mattes, ja. Also König F8, der einzige Zug, dann kommt nochmal Schach und danach F6. Und so gewinnt Weiß hier dann direkt. Ja, das ist schon der erste attraktive Gedanke. Bedeutet, dass nach Zug E5 kann Schwarz nicht nehmen, ja, und Weiß praktisch kommt noch vorne. Ja. Dame D6. Genau, und jetzt nehmen wir auf E4. Ich vergleiche das ja mit Vorschlag von Maria. Ja. Sie sagte dann, Läufer schlägt E4, Entschuldigung, zuerst Läufer schlägt E4, ja. Bauern schlägt E4 und E5. Das hatte ich natürlich auch überlegt. Ist kein schlechter Vorschlag, ist ein guter Vorschlag. Unterschied hier. Wenn Schwarz jetzt Dame D6 spielt, dann haben wir Stellung aus der Partie. Aber Schwarz kann auch hier Dame D5 spielen, was etwas besser ist. Ja? So, das ist ein bisschen präziser, dann mit Zugfolge F5 anzufangen. Weil Schwarz hat nur einen Zug, Dame D6. Jetzt nehmen wir auf E4, ja, und haben wir die Stellung, was auch Marie dann angestrebt hat. Ja. Jetzt folgt F schlägt G6. F schlägt G6. Was wir gesehen hatten, dass wir eine F-Linie geöffnet hatten. Jetzt fragen wir Alfred, der mag solche Stellen denn wahrscheinlich. Ja. Wie würdest du dann weiter angreifen? Wie kommst du voran? So, vielleicht Springer F7, Springer H6. Ja, in der Tat, warum nicht? Ja? Hauptvariante wäre so, dann als Dame D5, dann Schach, dann König G7, dann noch ein Schach. Ja? Wenn man schlägt, dann G5. Wenn man nach vorne geht, dann wird matt. Ja? So eine Angriffsstellung. Wenn König auf H8 steht, dann können wir dann weiter den Turm nach vorne bringen. Reserve kommen bald, ja. Dame und Turm kommen bald, ja. Und so greift Weiß mit allen Figuren an. Das ist nicht zu halten dann, so eine Stellung. Schwarz spielt dann die Partie Dame E6. Trotzdem kommt Springer H5. Ja, jetzt, falls König G7, dann gewinnen wir noch ein Tempo, wiederum wegen dieser taktischen Tricks. Deswegen kommt König auf H8 und ich hatte jetzt Turm F7 auch gespielt.
So mit Tempo hat weißer Turm dann in Angriffposition und Reserve kommt schnell von C1. Jetzt hatte ich mit Läufer D5 gerechnet, dann wollte ich Dame H2 spielen. Turm F7. Ja, und falls jetzt Turm F8, dann folgt dann Läufer F6. Diese Idee hatte ich wahrscheinlich aber etwas später entdeckt, weil nach dem Zugturm schlägt F7, hatte ich etwas lang überlegt und wahrscheinlich beste Zug war einfach Turm schlägt F7 mit Idee nach Turm F8 und Läufer F6. Ein lustiger Trick. Dame F6 schlagen wir und zum Beispiel G5 oder Dame H2. Und da bringen wir die Figuren dann in Angriffposition. Ja, noch passiert der Springer schlägt F7, König G8, Springer D8. Dame D5, Dame F2. Das ist auch kein schlechtes Spiel, ja, weil wir sehen, dass Springer auf D8 ist lustige Stellung natürlich für Weiß, ja, aber er schneidet ein bisschen der Schwarze auf zwei Seiten, ja, er kommt, Schwarz kommt nicht so richtig in die Verteidigung. Falls jetzt G5 kann man schlagen. Ja, droht auch Springer B7, ja, richtig dann bemerkt im Chat. Hier wäre das absolut verloren für Schwarz. Die Stellung kann man nicht mehr halten. Schwarz hat kaum mögliche Züge. Dame F4 jetzt gekommen. Falls Läufer schlägt F4, dann kann Weiß Dame H6 spielen. Mit Drohung Turm F7. Ja, das droht Turm F7. Und diese Stellung kann Schwarz kaum halten. Läufer kommt danach nach E7, wenn notwendig, um die Stellung dann zu kontrollieren. Schwarz spielt jetzt B5, Abtausch, Dame H6. Auch jetzt Turm F7 droht. Es war dann noch kurz vor der Zeitkontrolle. Man muss aufpassen, damit kein Schach kommt. Ja. Und nach E4, Läufer A5, hat Schwarz kaum Möglichkeiten, dann etwas zu tun. Ja, das, die Stellung ist absolut verloren. Ja. Und Weiß hat natürlich einfach Qualität mehr. Das war dann erste drei Stellen, die